Oh, hey, oh meine Lieben. Bist du auch so erschöpft, so unendlich müde? Und dein Körper fühlt sich an, als wäre es schwer und du könntest dich nur hinlegen und ruhen. Und gleichzeitig fühlst du, dass da in dir irgendetwas wächst. Das könnte man natürlich auch bezeichnen mit Schwangerschaft. Aber dafür braucht es kein physisches Kind. Denn das, was gerade im Feld ist, bist du. Du wirst neu geboren und für dich ist es jetzt ganz, ganz wichtig, zu vertrauen und die neuen Energien einzuladen. Es ist so eine Art des Weges der Perle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie die Perle entsteht. Es gibt sogar eine ganz schöne Geschichte darüber. So eine Perle ist ganz einzigartig und sie entsteht in der Auster. Sie reibt sich, der Sand reibt sich aneinander und irgendwie wie aus einem Wunder entsteht eine Perle. Und zwar über eine ganz lange Zeit. Diese Reibung braucht es eine ganz lange Zeit. Ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt alles befreit und dass die Zeit des Chaos und des Wandels in diesem Sinne so langsam in die Endstufe geht und dass sich alles wieder lichtet und wir ein Gefühl bekommen oder einen Hauch vom neuen Wind, so mit diesen Restarbeiten an uns auch beschäftigt sind. Das meint nicht, dass es für uns keine Arbeit mehr gibt an uns, für uns, aber dass es eine neue Form des Seins gibt. Ein neues Sein, ein neues Arbeiten und ein neues Leben. Und wenn wir da mal zurückkommen, an die Stunde unserer aller Geburt, und das meine ich jetzt nicht in diesem Leben, sondern an die Stunde der Menschheitsfamilie. Dann waren wir irgendwann einmal leer und vollkommen frei und unschuldig, hatten keine Idee von haben wollen, Macht, Gier oder all den anderen Dingen, sondern wir haben nur gelacht und gelächelt ohne Grund, einfach so, weil wir noch so leer waren. So unangefüllt, so frei waren von all diesen Konzepten und Ideen, von all diesen Dingen, die man uns gelehrt hat, was wir brauchen, um zu sein. Und dieses Freisein, dieses sich befreien von all dem, ja, was man uns gelehrt hat, was wichtig ist und was wir manchmal so sehr haben wollten und wenn wir es dann hatten, was uns nicht erfüllt hat. Wenn wir uns davon befreien oder beziehungsweise da sind wir ja genau drin, dann wird eine neue Ära anbrechen in uns selbst. Und es muss nicht parallel für alle zur gleichen Zeit sein, aber dennoch jetzt in diesem Zeitalter. Also was die Qualität jetzt gerade ist, das ist die Wachstumsqualität. Das ist Zeit zum Wachsen. Es ist Zeit zum Heilen und es ist Zeit, deine eigene Schönheit an die Oberfläche zu bringen, so wie der Schimmer einer Perle. Es ist ein Weg des Lichtes und ein Weg, aus dem wir aus dem Innersten heraus geführt werden, wo wir keinen anderen Guru brauchen oder irgendjemand, der uns sagt, wie es zu sein hat und was wir zu lassen haben, was wir zu wollen und zu brauchen haben, wie es richtig ist, dass wir Teil dieser Herde sind, dass wir Teil dieser unendlich großen Herde sind, die einem bestimmten Weg folgt. Aber nicht dem Weg der Freiheit, nicht dem Weg der Freude, nicht dem Weg des Leichtseins. Und all das, das hat uns erschöpft und diese Erschöpfung können wir jetzt alle spüren. Wir sind natürlich in einer besonderen Zeit und heute ist ein Portaltag. Nach meinem Empfinden waren die letzten Monate und Jahre alle Portaltage. Aber okay, das sind nochmal Energien, die besondere Kräfte haben. Was natürlich in solch einer Zeit ganz stark ist, ist das Bedürfnis nach Führung oder das Bedürfnis, mehr zu wissen über die Zukunft. Und man ist dann vielleicht auch verführt, in eine Kristallkugel zu schauen. Aber im Moment
geht es gar nicht um diese Kristallkugel. Es geht gar nicht darum, durch diese Kugel hindurchzuschauen und alle Bilder wirken zu lassen, sondern es ist eher so, dass du diesen Schein, diesen Schimmer der Perle jetzt wahrnehmen darfst. Diesen unendlichen Glanz, dieses unendliche Licht, was auch dich erfüllt von innen heraus. Und das ist der wichtige Weg, dass es nicht darum geht, dass du ein direktes, klares Bild von dem bekommst, was du bist oder sein sollst in der materiellen Welt, ja, welchen Beruf, welche Bestimmung, welche Partnerschaft, welcher Wohnort oder was auch immer, sondern es geht darum, wer bist du? Nicht, womit kleidest du dich oder womit umgibst du dich? Das ist der wichtige Weg. Der wichtige Weg ist wirklich ganz klar darauf ausgerichtet zu sein, dein inneres Kind lebendig werden zu lassen, dieses goldene Kind. Und dass du dich wieder in deiner Reinheit fühlst, ohne haben wollen, sein zu müssen, nur damit du anerkannt wirst. Wir hatten ja für den Mai die Wishing Quest und das ist auch so. Es ist nicht so, dass wir zu Anfang einer Visionssuche eine Klarheit darüber haben, was wir denn da zu finden vermögen, sondern es ist am Anfang wirklich erstmal schwierig, diese ganzen Nebel und die Schleier wegzuziehen. All das, was uns bis zu diesem Punkt irgendwie gelenkt, geführt oder was sich uns gezeigt hat. Diese Klarheit erreichst du in diesem Falle hier jetzt nur, indem du füglich mit dem bist, was da ist. Und es ist ein reines Wissen, ein reines Verstehen, wer oder was du bist, viel, viel tiefer, als du das bis jetzt erfahren konntest. Und das wird dir natürlich auch die Kraft geben, nach vorne zu schauen und deinen Weg zu gehen, und zwar in dieser Urreinheit wieder. Aber vielleicht fragst du dich ja auch, was kann dir jetzt helfen? Ich habe eine wunderschöne Meditation hier auf YouTube, die heißt Sternenbaden. Die hilft dir wieder, den Körper zu erleichtern, also wieder einen leichteren Körper zu bekommen, verbindet dich mit dem unendlichen Kristallgitter von Mutter Erde. Und es ist so eine Art Übertragung, eine Aktivierung. Denn wir müssen wissen, dass wir nicht alleine sind in diesem Prozess. Wir kommen von den Sternen und die Sterne sind mit uns. Und sie schleudern auch ständig Emanationen auf dieses Kristallgitter unserer Erde. Weil wenn die Dinge im Gleichgewicht sind, dann können wir diese Informationen auch wahrnehmen. Deshalb ist es so wichtig, zur Ruhe zu kommen. Und du bist als Sternensaat auf diese Erde gekommen, um dich der Weisheit dieses kristallinen Gitters unter dir zu öffnen und um die Sterne und die Informationen, die sie uns bringen, auf die Erde zu bringen, damit die Erde unser Körper heilen kann. Das ist auch mit ein Punkt, warum der sich so schwer anfühlt. Der Körper will heilen, weil er hat so viel getragen und er wurde überfüllt und erschöpft. Wir haben so viel daraus geholt und so viel geleistet auch in den letzten Zeiten oder in unserem gesamten Leben, was gar nicht unserer Aufgabe entspricht. Wir sind nicht gekommen, um zu leisten. Wir sind gekommen, um uns zu erfahren und um zu lieben. Und wenn du diese Meditation machst, dann hilft es dir, die kosmischen Codes zu entschlüsseln. Das heißt also auch, dich wieder daran erinnern, was es bedeutet, so rein und so frei und so klar zu sein. Und dafür braucht es Ruhe. Keinen Verstand, der immer irgendwas wissen will. Keinen Verstand, der dir sagt, wohin du gehen sollst und was du tun musst. Keinen Verstand, nur dein Gefühl. Und das kann auch bedeuten, dass dein Lichtkörper jetzt aus dieser festen Materie, aus dieser Hülle aktiviert werden will, damit er diese Schwere, diese Energie durchdringen kann. Es gibt ein paar Orte auf der Erde. Ich meine, die Erde ist ja vollkommen und direkt durchdrungen von diesen Kristallgittern, wo sich diese Linien aber treffen. Manchmal in mehrfacher Form.
Man nennt diese Orte auch Kraftorte, Leylines. Und auf diesen großen Linien, auf diesen Kraftorten sind nochmal ganz intensive Impulse da, um den Körper zu aktivieren und dir deine Kraft zu geben. Der Jakobsweg oder Via Veloce, der Weg des Francesco, der auch mit zum Jakobsweg gehört, gehören dazu und schenken dir dann diese neue Kraft. Alle alten Kirchen, die großen Kirchen, stehen genau auf diesen Zentren. Hier unser Kölner Dom zum Beispiel. Darunter ist eine Sternformation. Also es gibt immer noch mal so ganz besondere Knotenpunkte oder Sternenpunkte, wo mehrere Linien, Kraftlinien sich treffen und das bündeln. Das ist auch in Glastonbury so und an vielen anderen heiligen Orten. Stonehenge. Ja, und wenn du dich noch an solch einen Ort begibst oder vielleicht durch die Natur wandelst, du brauchst nur lange gehen. Also wir haben ja auch dieses Hartmann-Gitter, das gehört mit zu dem kristallinen Gitter, zu dem Sterngitter. Wenn du, ich weiß es nicht genau, aber es sind, glaube ich, 18 Meter, 12 oder 18 Meter, dann wechselst du von der einen Energie in die nächste Energie. Das heißt, es gibt immer in diesen kleinen Vierecken positiv und negativ. Also nicht böse und gut, positiv und negativ. Und wenn du dann diese 18 Meter gehst, dann wechselst du von dem einen Pol in den nächsten Pol. Gehst du weitere, wechselst du wieder. Und das hilft dir auch. Das heißt, wandern, spazieren gehen, hilft dir, dein Innerstes auszugleichen. Das wird dir auch die Kraft zurückschenken. Und dann ausruhen, ausruhen, ausruhen. Nutze die Kraft, nutze den Moment, den wir gerade haben. Dein Körper sagt dir nicht umsonst, dass er müde und erschöpft ist. Du hast es verdient zu ruhen. Also nimm dir die Zeit. Das ist es eigentlich auch schon, was ich mit dir teilen möchte. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Ich wünsche dir Ruhe, Wachstum. Ich wünsche dir, dass du aus dem Innersten heraus wieder leuchtest und ganz frei bist von all diesen Bedingungen, von all diesen Bewertungen und all diesen Aufgaben, die du glaubst, tun zu müssen. Ich wünsche dir, dass du innerlich so frei bist, dass du dich wieder freuen kannst wie ein Kind, dass du wieder leicht bist und dass du lieben kannst, ohne darüber nachzudenken, dass dir was Schlimmes passieren könnte und dass du offen dafür bist, geliebt zu werden. Aho.